machst denn du für komische Geräusche? Bin immer noch da. Geht ja, ihr voran? Das sehe ich. Dass du immer noch da bist, das war jetzt... Sie hat ja gesagt, vielleicht erwischen wir ihn noch. Dann gucken wir mal. Hier erwischen wir gar keinen mehr. Dann würde ich sagen, suchen wir mal das andere Gasthaus. Falls wir das überhaupt finden. Dann stimmt es also, was alle sagen. Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Ich versuche, Herr Grimwald zu beschützen. Dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, warte. Dieser Junge, dieses Haus. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir eher nicht so viel. Wie hieß die andere? Schaffe ich das Paket, bla bla bla. Wo ist das denn jetzt hier als Ziel? Och nee, muss ich doch da raus. Hallo, Herr Vampir. Also schon irgendwo. Das heißt, ich renne mal kurz zu meinem Pferd und dann wird hier munter die Verfolgung aufgenommen. Pferd, wo bist du? Da bist du. Was ist das denn? Ein Pferd getötet. Tatsache, der Sack. Das gibt's nicht. Warte. Magie? Wiederherstellung. Heilung bringt da nichts mehr. Schreie. Aktive Effekte. Der hat mein Pferd getötet. Sack und Asche. Dies Mistvieh. Damit kommt ihr nicht davon. Siehst du doch, wie ich damit davon komme.
haben mein Pferd getötet. Das gibt's nicht. Na los, kommt doch, Wölfe, kommt doch. Los, schneller. Niemand muss etwas unternehmen. Ja, und das dringend. Angers Mühle entdeckt, aha. Was ist denn das für ein Pferd? Jetzt meins. Dem Reiter ist wahrscheinlich ein undefinierbares Schicksal entgegengetreten, würde ich sagen. Tragisch. Ganz tragisch. Alter, dieser Typ muss Beine haben, wie sonst was. Schon wieder irgendwas angegriffen. Ich ergebe mich. Ja. Damit wäre das erledigt. Yep. Ja. Krieger der Alkarier. Krummsäbel, aha. Mhm. Das nehme ich mal mit, das scheint relativ gut zu sein. Keine Zeit für Schwätzchen. Geht mir aus dem Weg. Ich bin hier, um zu reden. Das werden wir schon sehen. Ups, der hat ein Schwert durch den Kopf. So, Dokumente der Sturmmäntel. Dann ist das gerade wirklich geschehen? Oh ja. Und nicht nur das. Hm? Oh. Jemand wird angegriffen. Jo. Ihr braucht etwas? Nö, jetzt eher nicht mehr so. Ich hasse diese Alkaire. So. Und dann flugs wieder zurück. Ja. Da möchte ich hin. Oh, gar nicht gut. Objekte, Waffen. Zwergenbogen. Wo ist er? Hallo Drache. Da bringt er mir wenig. Ah.
mal die Soldaten in Ruhe. So, Drache, komm mal wieder ran hier. Da ist er. Objekte, Waffen. Wo ist denn hier? Zwergenschwert. Na, Freund. Auf deinem Grabhügel wieder gestorben. Ja, das Schicksal ist dran. Oder und nicht ein Schiff. Ja, das war dann der Drache. Wie gesagt, die sehen einfach nur geil aus, sind geil, aber am geilsten überhaupt sind die Drachen mit Namen. So, haben wir irgendwelche Verluste? Natürlich. Einen Bogenschützen. Sonst noch irgendwer? Nur Bogenschützen, okay. Jetzt steht hier plötzlich überall Stehlen. Ich möchte aber gar kein Pferd stehlen. Dann muss ich mir gleich nämlich nochmal ein neues kaufen. Und das wollte ich irgendwie verhindern. Sehr gut. Dann sehen wir mal, was ihr da habt. Interessant. Sie wissen mehr über unsere Pläne, als ich vermutet hatte. Scheinbar braucht Festung Dunstadt Verstärkung. Wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt. Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz. So, das sollte reichen. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen. Das wird ihn verwirren und uns ein wenig Luft verschaffen. Alles klar. Mhm. Ja, die Armee keine Fragen stellen, aber maximale Präzision. So, da jetzt mal schnell. Ah, da ist es ja wieder. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Ihr seid wohl doch klüger, als ihr ausseht. Willst du mich verarschen? Das möchte ich gerne absitzen. Ah, ihr Säcke. Ich bin noch nicht überladen. Warum kann ich denn jetzt nicht laufen? Natürlich. So, jetzt funktioniert das auch. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Der Jarl ist müde. Denk daran. Dann soll er sich schlafen legen oder sterben. Geht er mal weg.
So, wo muss ich denn hin? Da muss ich raus. Ich bin hier ganz falsch. So. Da. Haltet die Augen offen. Ich habe etwas wie... Ich habe ein wichtiges Dokument für euch, Sir. Tatsächlich? Ich erkenne euch nicht. Warum tragt ihr nicht die Uniform der Sturmmäntel? Ich hab's für das hier abgelegt. Ist jetzt leichter, sich am Feind vorbeizuschleichen. Ah, okay. Das ist wohl richtig. Gute Idee. Also gut, mal sehen. Ja, gut, offenbar ist die Verstärkung für die Festung unterwegs. Und wir haben auch Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, Botschaften zu überbringen, wo es in der Gegend doch nur so von kaiserlichen Kundschaftern wimmelt. Gut gemacht. Wieso genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im windigen Gipfel, ehe ihr euch auf den Rückweg macht? Also gut. 5 Gold hinzugefügt. Na, sehr schön. Da kriegen wir sogar noch Geld von dem. Ja, wir reisen zurück. Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Ich hab du bist schon so selbst wahrscheinlich ein. Getötet, dass mein so, reden. Willst du mich verarschen? Den habe ich doch gerade eben erst getötet. Jetzt auch noch der Quartiermeister gestorben. Jetzt ist es zwar tot, aber wo kam es eigentlich her? Das ist wie in den uralten Legenden. Da ist mein Pferd, alles klar. Es hat's überlebt. So, jetzt bleiben wir stehen hier. Jetzt gute Arbeit. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. 600 Gold, na sowas. Melde mich zum Euer Dienst. Ziel ist Festung Dunstadt. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Die Festung ist so gut wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Okay, wo müssen wir da hin? Da müssen wir da hin. Ja, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Da würde ich sagen, reiten wir da in dieser Folge nochmal schnell hin. Und dann kann das in der nächsten Folge da auch gleich zur Schlacht kommen. Aber wo kam denn jetzt plötzlich noch der zweite Drache her? Apropos Drache. Magie. Schreie. Zeit verlangsamen. Ja, das würde ich gerne machen. Doch eine. Ich habe 5 Stück.
Hallo? Schreie. Ja. Nein. Ach so, ich bin so doof. Doch. Nein. Alter, Alter. Halt mal, das war da dran vorbei. Bin ich da richtig? Ja, da bin ich richtig gut. Das heißt, die nächste Abzweigung dann rechts hoch. Mangelnde Abzweigungen werden durch Querfeld 1 ersetzt. Oder einfach durch Weg hier ergänzt. Ne, das war da gerade eben die Dingens, die wir sowieso auseinandergenommen hatten. Ich habe so ein bestimmtes Gefühl, dass uns gleich hier was angreift. Das ist doch hier so ein Riesenbau. Jawohl. So, da ist so ein komisches Haus. Is that possible that that is eine Mine? Nein, that is keine Mine. Na sowas. Halle der Wachsamkeit entdeckt. Was war hier los? Wächter von Stendar. Variation der Dedra. Mhm. Was haben wir hier? Todeshund. Boah. Falscher Knopf gedrückt. Hab mich verjagt. Hier, das wollte ich. Was haben wir hier gerade Überflüssiges aufgenommen? An Waffen haben wir irgendwas? Nein, wir haben hier ein Buch, haben wir aufgenommen. Kultistenbefehle, bla 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 bla. Zauberbuch. Okay. Das können wir scheinbar schon. Dann lassen wir das mal fallen. Na, das ist ja cool hier. Ätherische Gestalt. Ach du Scheiße, hier ist ja die Hölle los. Alter. Wer macht denn so einen Scheiß? Alles auseinandergenommen.
Imperium kriege. Ja, stimmt, hier raucht's. Ja, lass uns mal abhauen. Hier ist jetzt nicht so wirklich einladend schön. So, was sagt die Zeit? Noch 34 Sekunden, wir liegen also gut in der Zeit. Jetzt sollen sich hier irgendwo Soldaten sammeln, wenn das die Festung ist. Nein, es ist nicht die Festung. Doch, es ist die Festung. Das sieht mir doch sehr nach kaiserlichen Soldaten aus. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.